Handy weg. Ich muss da. Boah, ich kann so aus. Das hat einen Ton gemacht. Also nein, also. Oha! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auch wieder mal mit den guten Alten. Oh mein Gott, das Video war absolut aufgeregt. Egal. Wir machen heute einen zweiten Teil von. Wie heißt es denn jetzt schon geheißen? Keine Ahnung, ich habe gehofft, du weißt es. Von Nachrichten, die wir auf Insta überkommen. Ich weiß nicht, wie das Video heisst. Auf jeden Fall, es ist da unten in der Infobox verlinkt, falls ihr das schauen wollt. Ja, seit dem letzten Video haben sich wieder mal ein paar neue, behinderte, perverse, komische DMs, Nachrichten auf Insta angesammelt. Und ich habe es noch amüsant gefunden, das letzte Video, und habe gedacht, dass wir jetzt mal einen zweiten Teil machen können, weil ihr habt das auch recht lustig gefunden. Und darum will ich gar nicht so viel labern, sondern fangen wir doch mit dem Video an. Let's go! Ja. Oh, Scheiße! Ich würde mal sagen, fangen wir doch mal mit dem Video an. Let's go! Fuck. Ich würde mal sagen, fangen wir doch mit dem Video an. Let's go! Gut, ja, scheißegal. Ich habe immer bei dir das Gefühl, du bist so nett und schüchtern, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du in Wirklichkeit total versaut bist. Und ich weiß auch nicht, warum ich das denke. Sehe ich so versaut aus? Oh shit! Oh fuck! Oh Scheiße! Oh ja! Ja, ja, ja! Oh, Halleluja! Kani, kann ich irgendwie weird gefunden? Also, mir hat einer auf so ein Bild von meiner Story geantwortet. Ui, das macht mich gerade fruchtig. Ich kann zuerst nicht checken, was fruchtig heisst. Da habe ich Leute gefragt und es ist so ein bisschen. Ja, nein, ich kann mir nicht vorstellen, was es ist. Aber ja, ist nice. Okay, das ist eine absolut weirde Nachricht. Ich weiß nicht warum, aber. Hast du Lust, mit deinen Freunden über mich zu lachen? Ich glaube, das sind einfach so Menschen mit komischen Fetisch. Ich denke, ich check nicht so. Wie kommt man auf die Idee, dass man irgendjemandem schreibt, hey, hast du Bock, mit deinen Kollegen über mich zu lachen? Ja, dann Leute, was so. Ja, von wegen, willst du bei meinem Gesicht laufen? Ja, oder willst du bei meinem Gesicht hocken? Also, das macht noch mehr Sinn, wenn du das nice findest. Ja, nein. Aber das Gesicht hocken macht ja schon das. Eigentlich gar kein Stock. Willst du das einfach bei Gesicht hocken? Nein, ich bin nein, keine Ahnung, ich habe es einfach ein bisschen weird gefunden. Es hat angefangen mit Hoi, bist Single. Das habe ich irgendwie nie beantwortet. Nachher hat es auf die Story geheißen Sexy. Hoi, hast du gerne Fußmaske? Nachher nochmal. Sexy, auf irgendeine Story. Nachher, hast du Fußmassage gern? Hast du gern Fußmassage? Darf ich ein Foto von deinen Füßen bitte? Und zum späteren Zeitpunkt ist dann wiedergekommen. Darf ich ein Foto von deinen Füßen bitte? Ich check allgemein. Ich finde Fußfetisch einfach nicht. Ja, ich finde Füße etwas vom hässlichsten. Ja. Vom Körper. Also weißt du, ich meine, man kann nicht für wenn man Fußfetisch hat, aber ich verstehe es mir einfach nicht. Ja, ich sehe es ja. Kannst du mir ein Bild schicken und ich bewerte dann auf einer Skala von 1 bis 10. Also, ja. Safe dir, mach ich! Ich hab schon mehrere Wünsche können, dann so, und wie findest du mich? Also so, hey, wieso? Ja, okay. Ja, verstehe nicht. Hey Mara, du bist Single und hast in dem YouTube-Video zugegeben, dass du dich selbst befriedigst. Kannst du einen guten Vibrator empfehlen? Ich hätte dringend Bedarf. Ich glaube, sie meint, das ist irgendein Video, das wir wahrscheinlich zugegeben haben. Das hast mich selber befriedigt. Gut. Und es war lustig. Wie sie hat mir später nochmal geschrieben, sie hat jetzt einen Vibrator gekauft und er sagt super. Und also sie hat mir das geschrieben, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen. Also, alle. Was ist? Was machen die denn? Cringe ist fucking real! Wer ist jetzt zu oder was? Nein, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Es hat so kleine Buben da draußen, die tanzen irgendwo vor dem Fenster rum. Oh! Ich habe eine richtige Taufe geschaut, das ist absolut cool. Oh nein, nein, jetzt haben wir es. Ah! Fuck! Oh mein Gott! Hey, du bist wie mein Haustier. Herzig. So. Aber das ist ja noch nett. Irgendwo. Ja, aber ich will nicht mit einem Haustier verglichen werden. Was hat er noch für ein Haustier? Ratte oder so. Darf ich dein Gürkli in deinem Sandwich sein? Ich kann nicht gerne Gürkli im Sandwich. Oder oh, das ist aber wieso Gürkli? Ist ein Gürkli, keine Ahnung. Das ist ja, aber wieso nicht. Darf ich dein Gürkli Wurst? Im Sandwich sein? Aber was ist für ein Gürkli im Sandwich? Oder hat scheiß Gürkli im Sandwich? Scheiß auf Gürkli. Kann niemand sagen, esse Gurke im Sandwich? Esse Gurke im Sandwich, das passt doch. Das ist das hässlichste auf der Welt. Also, ich finde es gut, aus in ihrem Burger kommt immer zuerst mal esse Gurke und Zwiebelose. Ja. Esse Gurke sind schon hässlich, aber esse Gurke im Sandwich. Digga, abfahren! Ohne Witz! Ey!
du siehst voll schön aus. Das ist eigentlich noch nicht. Und dann kommt der absolute Spruch. Bist du eigentlich Gärtnerin? Weil du lässt meine Gurken wachsen. Nice! Aber nein, wirklich, dort habe ich auch gedacht so... Nice, auch mach Spruch und ja, so geht. Ich bin richtig also das war eigentlich nicht so irgendetwas komisch anschreiben, sondern es hat mir einfach einer erzählt, dass... Also er hat geschrieben, hey, ich muss dich mal fragen, gestern hat mir einer, den ich nicht kenne, auf einer Party ein Bild von seiner Freundin gezeigt. Auf dem Bild bist du gewesen. Hat mich aber kaputt gelacht, weil er allen erzählt hat, wie geil seine Freundin ist. Ich habe keinen Freund, aber ich habe ihn gefragt, so, ja, wer ist das? Und dann hat er das Bild geschrieben und ich so, ich habe einen Typ noch nie in meinem Leben gesehen. Aber der hat so Bilder von mir umgezeigt und dann wow, gesagt, geile bin Freundin. Ich mit dir in Europa Park und dort bin ich mit dir. Das, ja, habe ich speziell gefunden. Falls du das Video schaust, hoi! Oh mein Gott, vielleicht läuft wirklich das Video. Ja? Schnapp sie dir, Bruder. Nein, ist ja mein Freund. Stimmt, du weißt sie schon. Gut, weiter. Okay, der hat auch über meine Story reagiert und schreibt mir so, ich habe mir gerade auf das Bild eine... Und dann hat es nachher nochmal geschrieben, so irgendwie auf ein anderes Bild. Wow, das ist ja wahre geil, und ich mir gerade nochmal so... so ekelhaft! Ich weiß so, die Sachen will man einfach nicht hören. Ja, weißt du, das jemand macht, ist schon hässlich. Aber dass man es dann auch noch schreibt und ich jetzt das Kopfchen habe, das ist wirklich ganz, ganz grusig. Also, die Grammatik macht irgendwie nicht so Sinn, aber ich glaube, ich habe trotzdem den... Sinn von der Nachricht verstanden. Darf ich dich einmal mein Lörres shoppen? Finde ich schon recht sexy. Also ich glaube, ich kann euch etwas darunter vorstellen, was mit dem Wort Lörres meint. So ein bisschen bewusst männliche Geschlecht. Nicht, aber ja. Und ich glaube, mein, ja, nein, ich kann euch wahrscheinlich vorstellen, was er mit dieser Nachricht meint. Vergnügen und sein Gürkli in ihr Sandwich. Ich bin eben schon recht sexy. Ja, ist nice gewesen. Nicht mal ein Hey, weißt du gar nicht. Nice. Ja. Ich bin mega reizend. Ich habe gesagt, ja, geil! Okay, mir hat irgendjemand einfach random geschrieben. Hoi, wieder mal zu viele Gedanken bezüglich zu wenig Geld. Kenne einen reichen Mann, der sehr grosszügig ist. Bei Interesse bitte melden. Und ich habe mir so gedacht. Nice. Sugar Daddy! Sugar Daddy! Yeah! Nein! So, als ob man sich dann meldet und denkt, oh, geile Mann. Das ist ein schöner alter Sack, der so 77 ja. Donald Trump. Also da hat es eigentlich vorher schon einen Chatverlauf gehabt und nachher auch, aber ich habe jetzt einfach so einen kleinen Teil durch so sich noch. Hat jemand geschrieben, schick nochmal. Und ich habe geschrieben, also es ist irgendwie um das Bild gegangen und ich habe ihm gar nichts geschickt, so 0,0. Ja, ich habe geschrieben, wieso haben wir noch nie eine Geschichte, also wieso nochmal vorher ein Video, ein kurzes, tu nicht so, will man dein Ass sehen. Nice. Schreiben wir alle, ich schicke alle Ass. Nein, wirklich, das ist etwas, was ich einfach wirklich nie mehr mache. Ja, das ist wirklich das ist so etwas, was ich einfach wirklich nie mehr mache, weil das ist so dumm. Nicht riskieren, vor allem mit so wildfremden Menschen. Ja, hey, was denkst du? Und dann so ein Screenshot und dann keine Ahnung, hat die Bilder im Ass. Nein, kann ich. Das sage ich wirklich nicht. Mach das bitte nie, bitte. Ich habe schon so viele Sachen gehört, von in der Schule wird es umgeschickt und Mobbing. Ja, wirklich. Nein, riskiert es bitte nicht, auch wenn es euer Freund ist oder so. Ihr wisst nie, was passiert. So, wir kommen jetzt zu meinem letzten und ich weiß nicht, wie viele Piefs es jetzt wird geben, aber ich lese es gleich mal vor. Also, ich finde, dass du einen geilen hast. Geile und ich einen geilen Schatz. Passt doch perfekt, oder? Also, wenn du willst, dann schreib mir sonst, kann ich nur auf dich runter. Das aber auch hure geil, aber in echt wäre noch geiler. Dein und deine und mein Schwanz. Einfach nur geil. Wolltest du das Bild von meinem riesen Ding sehen? Einfach nur geil, die Kombi. What the fuck? Nein, wirklich. Ich habe das glaube ich mal ganz durchgelesen. Hä? Aber du musst ja wirklich maximal horny sein. Oder wirklich einfach nur dumm. Ich habe auch den Dude auf Snapchat gehabt, aber ich habe auch gefragt, willst du das Bild sehen? Ich so, nein. Nein, ich bin auch horny. Nein. Ja, wie ich gesehen, es gibt auch recht komische Leute, die einem schreiben. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch so viele herzige Nachrichten, die wir bekommen täglich. Und stimmt. Ja, dann ich jetzt noch ganz kurz Danke sagen, weil wir da immer mega gefreut haben. Und genau, nicht nur, dass wir das jetzt in den Fokus setzen, aber... Ja, wir haben auch mal das zeigen. Wir haben nicht nur so nach. Genau, ja. Das ist jetzt alles angesammelt vom letzten halben Jahr oder so. Darum. Genau. Ja, genau, wenn ihr das den dritten Teil von dem Video wendet, gebt doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und Glocke aktivieren, Bing Bong. Genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Kannst du...
Indie-Musik da machen. Dann haben wir so.